Hallo, meine Freunde, recht herzlich willkommen zum heutigen Videothema DVD und Blu-ray-Menüs, die uns nicht ganz so viel Spaß gemacht haben, wahrscheinlich. Eben habt ihr allerdings das äh, Menü gesehen, der Fight Club Blu-ray Special Edition. Und äh, da muss ich sagen, die hat mich damals richtig veräppelt. Ich habe da schon bereit gesessen, habe mich mal wieder auf Fight Club gefreut, hatte mir auch die neue Disc gekauft. Und dann wird hier dieses äh, Softie-Menü am Anfang eingespielt. Und ich dachte so, wirklich so, Alter, die haben doch jetzt nicht wirklich den, äh, den falschen Film da auf die Disc gepresst. Aber nach wenigen Sekunden wurde man ja eines Besseren belehrt. Darum soll es aber heute nicht geben. Heute geht es um äh, Menüs, die einen eher so ein bisschen abgenervt haben. Gekommen bin ich auf das Thema äh, durch einen User, der mich auf Instagram angeschrieben hat. Ursprünglich ähm, hat er so ein anderes Problemchen gehabt, was ihn gestört hat. Und hat mich gefragt, kannst du ein Video drüber machen? war ich mir ein bisschen unsicher, aber dann habe ich gesagt, Moment mal, es gab ja verschiedene Menüs früher und auch heute noch und vielleicht könnte man da dann doch ein Thema draus machen. Dann habe ich ein bisschen überlegt, habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die könnte ich übrigens auch mal hier hinlegen, ähm, habe mir jetzt ein paar Clips runtergeladen, die ich auch einspielen werde und dachte mir so, wir reden mal drüber. Und ihr haut es natürlich in die Kommentare rein, an was ihr euch so erinnert, was war besonders nervig, was ist rausgestochen, in der damaligen Zeit oder vielleicht auch heute noch, was das Thema DVD und Blu ray menüs angeht. Also in der Regel war es ja oft so, zu DVD-Zeiten vor allen Dingen, dass man natürlich erstmal bei einer Kauf-DVD so einen Anti-Werbespot reingedrückt bekommen hat. Die Verbreitung illegaler Filmkopien im Internet schädigt die Filmindustrie, auch in Deutschland. Doch die Täter sind im Netz nicht anonym. Raubkopierer werden verfolgt und können mit Geldbußen und Freiheitsentzug bestraft werden. Nur Original ist legal. Ich meine, wer das damals runtergeladen hat oder vielleicht heute noch macht. Der wird sich sicherlich keine DVDs, Menüs oder sonst was runterladen, sondern irgendwie nur den, den Film an sich. Na, keine Ahnung, ich habe mir noch nie was runtergeladen. Ich kenne mich mit dem Thema wirklich 0,0 aus. Aber es soll ja auch noch Leute geben, die heutzutage Bootlegs auf Börsen kaufen, äh, von irgendeinem Zeug, was gerade auf Netflix gekauft, äh, gekauft wurde. Äh, gekauft wurde auf Netflix, abgespielt wurde, gab es dann auf Börsen heutzutage und die kaufen sich das. Da sollte man so Teile vielleicht mal drauf machen, aber das werden diese Raubkopierer wahrscheinlich eh nicht machen. Das Nervige vor allen Dingen an diesen Spots war, du konntest sie nicht wegdrücken. Du musstest dir das erst wirklich reinziehen, bis du mal weitergekommen bist. Bist du dann weitergekommen, hast du dann oft das um die Ohren geschlagen bekommen. Die guten alten Dolby Digital Trailer waren zwar nett anzuschauen, waren ein nettes Gimmick, aber meistens doppelt so laut wie der Film. Man ist dann erstmal aus dem Sessel oder von der Couch geflogen, um schnellstmöglich den Ton ein bisschen runterzudrehen. Und da das Teil am Anfang... Ähm gefühlt auf jeder Disc drauf war, hat sich der Effekt dann auch ziemlich schnell abgenutzt. Viele erinnern sich am Anfang der Blu-Ray-Zeiten auch an diesen schönen gefakten SD-versus-HD-Trailer, wo irgendwas mit Troja und so weiter eingespielt wurde, wo man dann erst gedacht hätte, man, man hätte eine falsche Brille auf und dann wurde alles natürlich ganz normal und das, so wurde HD halt damals beworben. Ähm, ja, den Dolby-Digital-Trailer, den hat man dann auch irgendwann überstanden und vielleicht war man dann irgendwann mal in einem DVD- oder Blu-Ray-Menü. Ähm, und da gibt es verschiedene Varianten von Standard. Äh, gibt es auch heute noch ein, ein, ein Standbild, ganz normales, äh, ganz normaler Hintergrund, ganz normale Menüpunkte, Filmstart, äh, Szene, wie heißt das hier? Äh, Szenenauswahl, Tonspuren, extra. so ist das Standard-Ding. Ne? Aber gerade zu DVD-Zeiten, aber auch heute noch zu Blu-ray-Zeiten gab es auch noch animierte Menüs. Ähm, ich habe hier auch ein paar, die ich jetzt mal einspielen werde. Das Klassischste von allen muss ich natürlich einblenden. Ist Folgendes. Welcome to the real world. Das gute alte Matrix-Intro, meine. Erste Videokassette, meine erste DVD, meine erste Blu-ray, aber nicht meine erste 4K. Oder war es doch die erste 4K? Aber ich glaube nicht. nee. Ähm, ja, das sowas hatte man damals präsentiert bekommen. Man wollte natürlich damals ähm, mit der Technik spielen. Man wollte zeigen: Hier direkt im Hauptmenü die DVD ist der Videokassette um 100 Längen voraus. Ähm, was an sich okay war. Für meinen persönlichen Geschmack, wenn das Ganze recht zügig vonstatten ging. Im Fall von Matrix war das noch okay. Es gab da aber auch ganz andere Beispiele. Habe ich jetzt leider nicht gerade nicht zur Hand, aber vielleicht erinnert ihr euch an äh, Menüs, wo man ellenlang animierte Menüs bekommen hatte. Und schlimmer noch, man konnte den Kram nicht wegdrücken. Es gibt ja viele animierte Menüs, da kann man dann mit der Vorsprungtaste einfach äh, diese Animation abbrechen und ist dann direkt äh, am Ende angelangt, praktisch am Standbildschirm, sagen wir es mal. Äh, aber es gab auch viele von diesen animierten Menüs, da... du konntest nicht, keine Funktion, du musstest dir diesen ganzen Kram anschauen. Und das Ganze in Kombination mit nicht nur animiert, nicht nur Animation, sondern mit Filmszenen, ähm, ich glaube bei Schatten der Wahrheit oder so war das. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Es gab auf jeden Fall diverse Menüs mit animierten Szenen oder mit Filmszenen, sagen wir einfach mal, animiert ist ja ein bisschen was anderes, mit Filmszenen im Hintergrund. Ähm, da wurdest du direkt gespoilert im Hauptmenü deines Films. Ein absolutes No-Go. Ähm, wo ich mich dann auch gefragt habe, Leute, ihr könnt ja da Filmszenen reinmachen. Kann ich euch jetzt auch noch mal äh, ein Beispiel einblenden? Ihr könnt ja Filmszenen reinmachen, aber dann Spoiler doch nicht. Macht doch keine filmentscheidenden Szenen da rein. Ich meine, was ist da oben los bei euch? Ähm, ich habe jetzt auch mal von Universal so ein Standardmenü reingemacht. Hier von Inglorious Bastards. Das war eigentlich auch immer gleich. Ähm, Standardablauf: dieser silberne Rahmen, und du hast dann rechts so den Film praktisch schon gesehen, bevor du auf Start gedrückt hast. Ähm, und wir haben auch noch sowas Ähnliches. Hier seht ihr dann zum Beispiel, was ich persönlich gar nicht leihen kann. Hier hat man zwar äh, diverse Menüpunkte zum Anwählen, aber es ist nichts beschriftet. Ich meine, okay, im Normalfall weiß man, ähm, was Play ist und was vielleicht noch eine Sehenauswahl ist. Ähm, manch einer weiß das vielleicht nicht, oder man muss erstmal alles anklicken, um überhaupt zu wissen, äh, was welcher Menüpunkt zu bedeuten hat. Ähm, Gerade im Serienbereich finde ich das heute auch noch ganz schlimm. Meistens ist es, glaube ich, bei Warner auf zu Serien-DVDs in den Menüs, aber auch noch bei diversen Animes ist es mir aufgefallen. Äh, du gehst dann zum Beispiel in eine, äh, ich nenne es mal Episodenliste, um deine Wunsch-Episode auszuwählen, und dann steht dann da einfach 1, 2, 3, 4. Keine Episodenbeschreibung, nicht mal Episodentitel. Du musst also aus dem Kopf wissen, hier du hast eine Lieblingsepisode, das ist Folge So und so aus Staffel So und so. Wenn du weißt, wie die Episode heißt, aber nicht weißt, welche Episode das ist, bringt dir nichts, denn du hast nur komische Zahlen da stehen. Und das ist halt auch wirklich extrem schwach. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Bestimmt. Achso, die, die wiederholende Musik in den Menüs. Die wiederholende Musik in den Menüs, das kann auch ziemlich nervig werden. Ähm, nehmen wir mal an, ähm, ja, so, so, ein, so ein Filmmenü hat ja meistens eine musikalische Untermalung. Oft ist es ein Soundtrack-Stück aus dem Film und ihr geht dann zum Beispiel auf ins Extra-Menü. Ähm, wollt mal gucken, welche Audiospuren sind, irgendwas. Ihr, ihr klickt da halt in den Menüs rum. Und jedes Mal, wenn ihr ins Hauptmenü zurückkehrt, zurückkehren müsst, beginnt dann wieder immer und immer wieder die gleiche Musik. Im schlimmsten Fall wird noch die gleiche Animation abgespielt, die gleichen Filmszenen. Und da hat man auch schon gar keinen Bock mehr, großartig in den Menüs rumzuklicken, sich Bonusmaterial oder sowas anzuschauen. Da will man die Disk einfach nur rausmachen. Der Grund, warum ich überhaupt angeschrieben wurde, jetzt und auf dieses Thema gekommen bin, war der Hinweis, dass es doch recht nervig sein kann, wenn man sich einen Film in den Player legt und dann zum Beispiel, keine Ahnung, erstmal in die Küche gehen will, um seine Snacks vorzubereiten, sein Abendessen zu machen oder sowas ähnliches halt in der Art, und dann irgendwann mal mitbekommt, dass der Film ja schon läuft. Ja. In der Vergangenheit ist mir das persönlich oft aufgefallen, ich glaube bei Warner DVDs, da gibt es ja viele, oder also DVDs, Blu-Rays, ne, gibt es ja einige Filme, die direkt nach dem Einlegen äh, schon anfangen mit dem Film direkt, also äh, du hast gar keine Zeit, irgendwie was anderes zu machen, die Disk lädt und der Film geht direkt los. Du kannst dann nur über die Fernbedienung erstmal ins Hauptmenü zurückgehen. Ähm, es gibt hier zum Beispiel auch den neuen Resident Evil, den hat er auch angesprochen, das habe ich dann auch mal getestet, weil ich habe den ja auch gerade noch daheim, Review folgt übrigens, ähm, da kommst du dann ganz normal in dein Blu-Ray-Disk-Menü. Und ich habe mal auf die Uhr geguckt. So nach knapp zwei Minuten startet der Film dann auch einfach von selbst. Und, und das fand derjenige halt gar nicht gut. Und ich muss sagen, ja, es kann eventuell schon nervig sein. Ähm, denn gerade, ich sag mal, gut, die Zeiten haben wir jetzt wahrscheinlich hinter uns, aber es gab ja früher DVDs und entsprechende Player. Da hat das Ganze ja teilweise ewig gedauert, bis mal so eine Disc geladen wurde. Und dann schiebt man halt auch schon mal. Die Disc vorher rein, damit man nicht so lange warten muss. Und macht dann halt seine Snacks oder sein Abendessen. Manch einer hat auch einfach nur das Menü so nebenbei laufen. Es ist ja nicht so, dass oft äh, Murksmusik im Menü läuft. Manchmal ist ja auch ein gutes Soundtrackstück, das ein bisschen länger geht und sich nicht dauernd wiederholt. Das ist ja auch oft so, dass äh, Thema nervige Sounds. Dass diese, dass diese Dauerschleife einfach zu kurz gehalten wurde, dass so ein Stück vielleicht 30 Sekunden geht, 45 Sekunden und dann fängt es direkt wieder von vorne an. Manche Menüs haben da wirklich ein, ein längeres Stück, bis das Ganze wieder von vorne anfängt. Und dann bist du halt in der Küche und der Film fängt halt schon an und musst halt wieder rüber rennen oder whatever. Oder habe ich mir gedacht, du kannst du mal ein Video daraus machen und das habe ich jetzt hiermit gemacht und Vielleicht konnte ich ja euch die ein oder andere Szene ein bisschen wieder zurück ins Gedächtnis rufen. Wenn ja, äh, einen Daumen nach oben könnt ihr gerne geben. Vor allen Dingen für diese <laughs> absolut genialen äh, Raubkopierer-Spots. Ähm, aber ich fand das letztendlich doch von den Menüs her ein interessantes Thema. Ähm, bei den vier Kartes bin ich aktuell nicht mehr so auf dem Laufenden, wie es da so unbedingt aussieht. Ähm, und die Menüs... Auf, ähm, von Apple zum Beispiel. Da gibt es tatsächlich Menüs, die wenigsten Leute wissen und glauben dass Es gibt auch für die digitalen Produkte Menüs, aber die sind nicht so wirklich animiert. Da hast du meistens dann dein Standbild mit Musikuntermalung und deine, unter, unten deine Auswahl, wo du halt draufklicken kannst, was du dir aussuchen kannst. Ähm, ist halt standardmäßig, aber reicht. So, damit sind wir durch. Haut mal in die Kommentare, wie gesagt, was ihr zu dem Thema zu berichten habt. Ich dürfte alles haben, mein Zettel ist abgearbeitet und dementsprechend verabschiede ich mich von euch bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.